Ja, dies ist ein Buch, das für mich hier in der Sammlung ganz spannend ist und mich selber auch empowert hat, von Theodor Michael, Deutsch sein und Schwarz dazu. Und ist deshalb so spannend, weil Theodor Michael noch lebt. Er ist ein schwarzer Deutscher, der den Nationalsozialismus überlebt hat. Und allein diese Geschichte, diese zwei Fakten finde ich unglaublich, weil wir im deutschen Bildungssystem und auch in der Gesellschaft generell mit dem Glauben erzogen werden, Einwanderer sein, was ganz Neues hier. Ja, da gibt es irgendwie seit 10 Jahren sind die hier und die müssen sich anpassen und nicht mit dem Selbstverständnis, dass schwarze Deutsche schon seit Jahrzehnten, besser gesagt seit Jahrhunderten, mindestens seit dem 17. Jahrhundert in Deutschland leben und Teil dieser Gesellschaft sind. Und da dieses Wissen zu haben, okay, die haben den Nationalsozialismus teilweise überlebt und wie in seinem Fall zum Beispiel danach noch für den Bundesnachrichtendienst gearbeitet. Das finde ich eine spannende Geschichte, die in die Schulen noch mehr getragen werden sollte, damit Schülerinnen und Schüler, sei es schwarze Schülerinnen, aber auch weiße Schülerinnen, Schülerinnen aus der türkischen Community, neue Vorbilder kennenlernen.